Buongiorno Schillati! In Italien haben wir traditionell viele verschiedene Ragouts. Bolognese, das bekannteste auf der ganzen Welt, aber auch Ragout aus Neapel, Ragout aus Wildschwein, aus Kaninchen und so weiter und so fort. Heute machen wir ein Ragout Bianco, also ein weißes Ragout, denn wir benutzen keine Tomatensauce. Hauptbestandteil dieses Rezepts ist Salsiccia! Ich habe hier über 700 Gramm Salsiccia, also werde ich ein bisschen auf Vorrat kochen. Und für den Sofrito, was wir ganz am Anfang brauchen, habe ich dann 2 Möhren, 2 Zwiebeln und eine große Stange Sellerie schon vorbereitet und klein geschnitten. Als allererstes setzen wir unser Sofrito an in Olivenöl und lassen wir ungefähr 5 Minuten von sich hin schmoren. In der Zeit, mein Helfer wird sich darum kümmern, das Brät von der Salsiccia aus der Hülle rauszunehmen und in mundgerechte Stücke zu teilen. Wir lassen jetzt die Salsiccia anbraten und dann werde ich das mit einem guten Glas Weißwein ablöschen. Ich lasse jetzt das Alkohol von dem Wein aufkochen. Ich füge hinzu 2 Lorbeerblätter. Und wenn das Alkohol weg ist und weniger Flüssigkeit drin ist, werde ich das Ganze noch mit etwas Wasser zudecken und 15 Minuten vor sich hin köcheln lassen. Solange unser weißer Ragout zu Ende kocht, ihr habt bemerkt, das ist nicht ein Standard Bolognese, braucht keine 3 Stunden. Werden wir unsere Pasta kochen. Bitte, bitte, bitte tut euch den Gefallen, keine Spaghetti mit diesem Ragout. Die Soße ist zu dick, nicht flüssig genug, dass es gut zu Spaghetti passt. Ich mache heute Tagliatelle. Wenn ihr keine Eiernudeln essen wollt, dann etwas wie Penne oder Fusilli, eine kleine Pasta, wo die kleinen Stück Salsiccia drin kommen können. Schillati, heute ist es mein Job zu probieren, denn ich habe mega Hunger. Schaffe? Wenn ich es schaffe. Nimm ein bisschen Soße. Lecker. Wie ist es? Richtig lecker. Könnten diese Augen lügen? Nein. Also, es ist
super lecker, super einfach zu machen. Nicht vergessen, abonnieren, liken und die Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.